Hey Leute, heute zeige ich euch meine Morgenroutine in den Ferien und dieses Video ist eine Kooperation mit der lieben Hanna vom Kanal Hanna Theresa. Ihr Video ist in der Infobox verlinkt und vorab wollte ich nochmal sagen, dass das so meine Morgenroutine ist, wie ich es mir immer vorstelle und in der Realität sieht das natürlich etwas anders aus. 2 hours later. 6 hours later. Dann fangen wir mal mit der richtigen Morgenroutine quasi an. Und zwar schlafe ich in den Ferien immer so bis 9 oder 10 Uhr. Das kommt halt immer drauf an, wie lange ich wach war und so. Und dann wache ich natürlich erstmal auf und dann gehe ich erstmal an mein Handy. Und dann bin ich immer ein bisschen auf Instagram und Snapchat und so. Und ja, wenn ich dann fertig bin, lege ich mein Handy wieder weg und dann gehe ich ins Badezimmer. Dort mache ich dann halt alles, was man im Bad so macht. Ich putze mir die Zähne. Und ja, ich glaube, dazu kann man jetzt gar nicht so viel sagen. Und danach wasche ich noch mein Gesicht. Und zwar benutze ich da dieses Waschpeeling für 2,55 Euro. Dann noch das Gesichtswasser, also alle Produkte sind von BB. Und dann noch diese Creme, die ist glaube ich neu, aber ich weiß es nicht genau. Und dann gehe ich wieder in mein Zimmer und dann lasse ich die Rollladen hoch und an diesem Tag hat es jetzt geschneit. Und als nächstes ziehe ich mich auch schon an. Und dann gehe ich runter und da frühstücke ich dann, also heute habe ich mir jetzt einen Tee gemacht. Und dafür habe ich natürlich erstmal Wasser aufgekocht und dann habe ich mir türkischen Apfeltee gemacht. Normalerweise esse ich auch immer was, nur an diesem Tag hatte ich irgendwie keinen Hunger, deswegen habe ich nur einen Tee getrunken. Und den habe ich dann mit nach oben genommen und das ist dann immer so unterschiedlich, was ich mache. Ich bin entweder im Handy und mache irgendwas da. Ich trinke natürlich immer meinen Tee nebenbei auch. Ich lese auch manchmal in den Ferien. Oder ich häkel oder so. Und das war's auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Jetzt könnt ihr noch bei Hannas Video vorbeischauen und das ist in der Infobox. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!